Viele tun sich schwer beim Dekorieren, aber da gibt es auch ganz klare Regeln. Und zwar, also niemals in Reihe dekorieren, sondern Kombinationen erstellen. Also Symmetrien vermeiden und eher Grüppchen bilden. Und dann, ganz wichtig, wenn man Grüppchen gebildet hat, auch wieder ein, zwei Elemente ganz locker davon lösen. Und man sollte in unterschiedlichen Höhen arbeiten. Struktur ist wichtig. Also, wenn man ganz unterschiedliche Strukturen kombinieren möchte, man hat eine matte Struktur, etwas Glänzendes, um es dann nicht zu unruhig zu machen, sollte man bei einer Farbe bleiben. Tipp beim Thema Rahmen. Man hat ja ganz unterschiedliche Motive und da sollte man darauf achten, idealerweise dann über die Rahmenfarbe ein verbindendes Element zu haben. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man Dekorationen fasst über beispielsweise ein Tablett. Damit kann man die Sachen auch schön mal zur Seite räumen, wenn man sauber macht. Aber es sieht auch immer sehr schön gefasst und kombiniert ein. Es wächst zu einem Element zusammen. Ähnlich wie beispielsweise bei einem Teppich, der, finde ich, immer ganz wichtig ist, unter einem Sofa oder unter einem Esstisch, um diesen Bereich zu definieren und klar abzugrenzen.